Wirtschaft-WG mit Rassamun. Einen wunderschönen. Schild. Hallo. Shinsune. Hisoka, aber ja, hi. Hast du Shinsune gesagt? Ja. V-Fan? Ja. Klingt wie so ein östlicher Weise. Und Nier Reaper als Gast. Ja. Das bist du. Ja. Okay, so. Jetzt sage ich tausend Grüße aus der Gruft und war noch nicht in der Gruft. Ach, das, 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 ja, das frage ich dich auch. Das war schon die längste Zeit, dass du mich in meiner Gruft besuchen kommst, aber ja. Ja. Ich mach erstmal den. Bane, unter den Menschen gibt es da eine Möglichkeit, irgendwo einen Raum zu machen für den Reaktor? Klar, nur wir müssen halt aufpassen. Weil es werden bestimmt irgendwelche Leute kommen, die mit irgendwelchen Schildern dann vor dem Haus stehen und irgendwie einen Atomgreifen Nein, Dank oder so rufen. Da müssen wir halt aufpassen. Am besten machen wir irgendwie so einen Zaun um die Menschen rum oder so. Und wir brauchen Wachhunde. Haben wir einen Ich habe ja den Wachhund von Mief gefunden in der Höhle, aber der kommt ja nicht mehr. Haben wir einen ich weiß nicht. Ein was? Ein Empowerer. Ein Empowerer? Den habt ihr noch nicht. Könnt ihr noch baskeln, wieso? Moment. Ja, weil ich ja für den Lava-Fabrikator doch Empowered neue Crystal Blocks brauche. Ach, die. Was? Ich lache jetzt. Ja, jetzt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Irgendwie ist doch Lava. Wie, ja? Shizuka ins Internet, ja. Die ist gleich wieder da. Die brauche ich ja dafür, hilft ja nichts. Hoffentlich. Ja, ja, du brauchst 4 Displays und einen Empowerer. Bibi! Danke! Die 4 brauchen Energie. Das ist unpraktisch. Und. 4 Displays? Displays heißen die Teile. Keine Ahnung, stell's mir her, ich kann das nicht. Ich muss auch mal was hier. Dann besorg mir Netherquarz. Wie viel brauchst du, hab ich? Blockweise. Wie viele? 2 Stack wahrscheinlich. 2 Stack. 2-3 Stacks müssten reichen. Blöcke. Blöcke, ja. Kriegen wir hin. Zwei, drei Stacke Blöcke. Interessant, was ich hier so alles finde. So, dann hätten wir das. Wie sich das Ding hier da oben mal an. Hallo, Echo! Echo? Echo? In der Höhle. Achso, ja, das finde ich immer richtig geil. Ja, sehr nice. Ziemlich nice, da ist der Effekt. So, Hey, kann das sein, dass du Ressourcen besorgt hast? Ja. Oh, danke. Hast du einen Hammer da drin? Ja, guck mal. Ein Tinkers Hammer. Einen, der 3x3 Löcher macht. Boah, ich hab einen Kobalt-Adite Hammer. Brauchst du den? Ja. Könnte ich kurz gebrauchen, ja. Ja, klar. Nimm. Ja, sowas einfach müsste ich mir auch mal machen. Ja. Ich hab auch einen Kobalt-Adite Hammer. Mit Silk Touch. Wer hat, der hat, ne? Da ist schon wieder ein Creeper in dem Raum. Nein! Weiß einer, wie ich ein Speed-Update mache für einen Crusher? Crusher oder Sekunde? Für den Crusher, glaube ich, geht es nicht. Speed-Upgrade. Außer dass du nimmst den von Extellion. Moment, Crusher. Super, Minecraft hat, glaube ich, hatte ich 3 oder 5 einmal, aber wenn welchen Crusher hast du? Bei weggebackt. Der von extra. Was macht der hier für? Wie viel Lava einmal brauchst du, Rudder? Den Crusher 3. Extra, den kann man genau 3? Machen. Genau 3. Gut, nachdem sich nämlich hier was weggebackt hat, habe ich auch nur genau 3. Das reicht ja dann. Ja. Also heißen die einfach Speed Upgrade? Wie heißt es Speed Upgrade? Ja. Das sind so rote Dinger mit einem Pfeil drauf. Das ist ja ich habe hier eine Blase, da sind verschiedene, da sind gelbe, weiße und noch irgendwas, wenn ich nicht täusche, von diesen Kristallen. Auf Operation. Wo? Hier in der Höhle. Der mit dem gelben Pfeil. Der mit dem gelben Pfeil ist der Speed.
Traum ich da gerade nicht so recht hin. Ah, das ist ja richtig easy. Was ist ein Resonator? Der Resonator braucht Grid Power und. Brauchst du zum Beispiel, wenn du die Watermills herstellen willst, brauchst du einen. Ach, das krieg ich hin, danke. Das sagt er irgendwie gerne, ne? Das krieg ich schon irgendwie hin. Oh, wo hat denn der Mief sein Ohrminer? Verdammt! Ich finde nur seine komischen. Du bist einfach blind. Ne, ich finde nur den anderen Miner, der hat ja zwei Miner schon. Ich finde nur den Void Resource Controller Miner, ja. Den Void Resource, aber nicht den Ohrminer. Also, das hier ist unter der Treppe. Oh, ich habe keine Kohle. Hey, doch, habe ich. Natürlich habe ich Kohle. Oh, ich kann das sein, dass mein Hund gekillt hast durch den Creeper? Du hattest wenn der da Hund stand? Oben? Ja. Ich glaube. Shizu, weißt du, wo der ist? Ich. Ja, wie was? Der Ohrminer von Mief. Ich habe den mal irgendwo gesehen. Ich war da nur einmal kurz oben, um zu gucken, wie das mit den Watermills funktioniert und ich habe keine Ahnung. Wo hat er den denn hingebaut? Also ich finde den anderen von ihm, den Dingsminer, aber nicht den Ohrminer. Ach, ich weiß, irgendwo war der. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hm. Dum, dum, dum. Ich poppe mich einfach durch seine Wände durch. Oh, ich bin raus aus dem Berg. Hm. Stand der vielleicht draußen wo? Nee, draußen ist nur der Dings, der andere Miner. Leck! Ach, was soll's, ich. Ich find's nicht egal. Ist im Grunde egal. Ich hätte den Reaktor jetzt zwei in bei dir. Ich hab's dir da reingetan, Was hast du mir da reingetan? Da sind die drei Lava-Eimer. Hier am Tisch. Wo? Da. Hier. Alles klar, die müssen nach unten, aber ist egal. Passt. Danke. Achso, ja, gut. Das konntest du ja nicht wissen, woher denn auch. Ja, dafür wäre aktuell. Haben wir noch was für den Stock? Stab. Ach, jetzt kann ich ja auch nachts fliegen. Das ist ja. Warte. Ich hab noch eingesammelt Zertusquarz-Kristalle. Brauchst du da was? Ich brauche Obsidian. Das wolltest du wahrscheinlich aus deinem Lava-Eimer machen, ne? Hm? Wenn du Obsidian hast, dann wär's okay. Hast du Obsidian? Nee. Du hast gesagt drei Lava. Ach nee, Obsidian hatte ich auch gebraucht. Das hab ich ganz vergessen über die drei Lava-Eimer. Das siehst du. Ja. Na, ob sie den besorgst, dann mache ich dir den. Gut, dann muss ich nochmal irgendwie. Aber in die Höhle gehe ich nicht mehr, die war doof. Hol dir doch Lava aus dem Nether. Du kannst fliegen, boah, das ist nichts einfacher als Lava aus dem Nether zu holen. Ja. Wie häufig hast du jetzt den Laser verwendet? Deine. Ne, ist ja fast leer. Nee, ich hab hier eine Maschine quasi angeschlossen, einen Ohrminer. Der frisst ziemlich viel. Ja, dem muss eine eigene Stromquelle geben am besten. Der nimmt nämlich so viel Strom, wie er kriegen kann, glaube ich, ne? Jo. Ja. So, das sieht gut aus. Ja gut, dann. Ja, er hat vorhin echt zwei Eimer weggebackt. Sauerei. Out. Den da hier so konfigurieren, dass der Input hat, okay. Dann Scriber Logic, dann mache ich Gold. Dann mache ich Gold macht mein Miner irgendwie total wenig, ey. Das ist schon ätzend. So. Und
Was genau hast du jetzt eigentlich von Mief gesucht? Nether Crystal. Ja, aber du hast doch eine Maschine, oder wie gesucht? Oder ja, den Ore Miner. Also der Void Ore Miner steht hier draußen? Nein, nicht der Void Ore Miner, der Ore Miner. Ein anderer, okay. Was jetzt? Wenn der Ore Miner draußen steht? Pain? Ja. Warst du nicht auf hast der Suche du mal nach einem zwei Ore Miner? Ja, er ja aber der Void Ore Miner steht draußen. Der bringt keine Nether Crystals. Was? Warte, was? Ja. Die Item-Dinger von Ender.io. Was? Die Item-Dinger. Wie heißen die Dinger? Moment. Item-Conduit. Stimmt, die wollte ich jetzt nämlich auch machen. Und ich meine, ich habe davon sogar ein paar. Dachte ich hätte schon welche. Fluid-Conduit habe ich. Item-Conduit, kann ich zwei gebrauchen. Nein, habe ich schon. Warte. Item-Conduit. Energy-Conduit, Network-Fluid. Item-Conduit. Ah, da. Nee, habe ich noch nicht. Ah, okay, ich brauche Eisen und Enderperlen. Okay. Beides ja, hier sind besorgt lauter fließende Lava, aber wo ist hier ein Lavasee? Also, im Nether? Also, och, irgendwo gibt's ja schon was. Oh. Okay, wir brauchen Enderperlen. Du bist zu weit oben, du musst weiter runterfliegen irgendwo. Ja, ja. Ich habe nur gesehen, jetzt habe ich endlich mal die Chance, an Glowstone ranzukommen. Hat jemand zufällig zu viele Enderperlen? Wie viel brauchst du? Das hat auch so eine Farm. Ja, die hab ich gerade schon abgefarmt. Was denn, wie viel brauchst du? So viele wie es geht. So viele habe ich nicht. Ich habe gerade 18 dabei. Hier, schmeiß ich einfach hin. Die liegen okay, auf dem Boden. Danke. Perfekt, danke, Rather. Du bist wie immer meine Rettung. Ich weiß. Das würde ich schon ohne dich machen. Sterben. Was höher oder tiefer? Wie war das? Ja, du bist ja ziemlich hoch, ne? Du musst tiefer. Jetzt bin ich gerade gespannt, wenn ich den Reaktor ausschalte, wie viel frisst denn dein System? Moment. Ich will halt nicht so weit weg vom... Oh. Wo bist du, Gray? Das fließt ja auch alles. Hallo, 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 hier. Sie wollten zwei Stacks voll, hier bitteschön. Bauen Sie mir jetzt los. Okay. Ich brauche unseren Gast. Was braucht der Strom? Ist das eine Einblockmaschine oder was ist das dann? Ich baue das Ding schon auf. Ja, aber dann bitte in meinen Turm, nicht hier unten. Ja. Ja, muss gucken, wo du Platz findest. Vielleicht im sechsten Stock oder so. Mal gucken, ob der da. Aber da liegt auch kein Strom mehr, du musst dich einen runterlegen, aber das ist ja nicht das Problem. Wow. Weil mein siebter Stock ist ganz schön voll. So. Das packen wir mal hier rein. Wie viele Item-Conduit brauchst du? Zwei, sagtest du nur? Zwei. Okay, hier. Was denn? Au! Kein Problem. Immer wieder gern. Kann ich den Item-Conduit? Nee, kann ich nicht an dem ME-System machen. Doch, kann ich. Lol. Doch, kannst du. Wie kann ich... Geht das jetzt? Geht das jetzt so easy? Moment. Always aktiv und glaub, du brauchst vom ME-System den Importer-Exporter dafür. Ja. Okay, dann ist scheiße. Ach, mach ich das. Aber anders. Du kannst es mit den anderen, mit den Enduit, mit den Energiekonduits verbinden und dann zum Beispiel eine Kiste über die Smeltery bauen oder hier zum Beispiel dran anschließen und eine Kiste. Hier wär's. Nehmen wir eine Kiste schnell, Moment. Brother, wie mache ich das jetzt mit der Lava? Ich weiß immer nicht genau, wo muss was hinfließen, dass Obsidian rauskommt.
Ja, ich mach mal hier eine Wasser hin. Du brauchst Wasser auf die Lavaquelle kippen. Quasi. Jetzt sammelt sich in der Kiste alles, was die Sackmill produziert. Hä? Wow, was? Achso, hey, was? Die, achso, wenn du eine Kiste daneben stellst und auf das Zahnrad klickst. Achso, ja, die Konfiguration, das weiß ich. Die Konfiguration auf Push machst, dann. Nee, dann machst du nämlich anders. Und zwar. Und das Wasser muss fließen, oder wie? Das Wasser muss fließen. Aber hier sind die Gechisselten hin, da hab ich die Gechisselten. Das Pferd steht wieder im Weg. Ich habe schon mal die Blöcke gebaut. Die muss ich jetzt nur noch end. Ja. Ja. Ich komme gleich vorbei und. Psst, Folge aus. Genau. Was denn? Folge aus. Ach so, Folge ist aus. Habe ich so souffliert bekommen. Tschüss. Tschüss.